Hallo, liebe Zuschauer. Heute dreht es sich wieder rund ums Handwerk. Und wussten Sie, dass die HWK auch international tätig ist? So unterstützt sie mehrere Partnerschaftsprojekte in Südostasien und Südosteuropa. Darum dreht es sich auch heute in unserer Sendung. Im Moment bildet sich in den Bäckerwerkstätten der Handwerkskammer Koblenz ein bosnischer Bäckermeister fort. Er ist einer von drei Handwerksmeistern, die sich bei der HWK ein wenig bei ihren deutschen Kollegen abschauen möchten. Der Bäcker und Konditor Muhidin Idricovic ist einer von drei bosnischen Ausbildern, die in Koblenz über den Tellerrand ihres Berufsalltages hinausschauen. Im Rahmen eines HWK-Partnerschaftsprojekts mit Mittelstandsorganisationen in Bosnien-Herzegowina, unterstützt durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie die Robert-Bosch-Stiftung als Hauptförderer, hat er seine Ausbildungswerkstatt in Sarajevo mit der in Koblenz getauscht. Auch Nivenko Cencic, der an einer Berufsschule in Sarajevo Ausbilder für das Fleischerhandwerk ist, nutzt die Schulung bei der HWK, um von deren Ausbildungsmeistern zu lernen. Diese zusätzliche Ausbildung in Deutschland bei der Handwerkskammer ist gut für mich. Trotz meiner langjährigen Erfahrung mit Auszubildenden ist es sehr interessant zu sehen, wie hier ausgebildet wird. Und natürlich versuche ich, die gewonnenen Erfahrungen mitzunehmen, um sie in unseren Schulen einzubringen. Wenn die bosnischen Ausbilder zurück in ihrem Heimatland sind, werden sie das hier erworbene Wissen an mehr als 200 Schüler und natürlich auch an andere Ausbilder und selbstständige Handwerker weitergeben. Sarajevos Einwohner können dann direkt herausschmecken, was es Neues aus Koblenz gibt, denn zu den Lehrwerkstätten gehört auch ein Verkaufsraum, in dem geschult wird. Der Name der Einrichtung: Deutsches Eck. Um Handwerk in Südosteuropa ging es auch während dem Balkankongress in Koblenz. Experten aus Wirtschaft, Politik und Bildung aus 9 Ländern tauschten sich zu Inhalten und weiteren Zielen mehrerer Projekte aus, die über das Mittelstandsbüro Balkan gebündelt werden. Doch auch ganz neue Ideen wie die Zusammenarbeit von Hochschulen und Handwerk auf dem Balkan standen im Fokus. Darum ging es auch im Interview mit Hauptgeschäftsführer Karl-Jürgen Wilbert und dem Rektor der Uni in der bulgarischen Stadt Russe, Marko Todorov. Herr Professor Todorov, in Deutschland hat man mit großer Aufmerksamkeit und Dank und Anerkennung registriert, dass bei der Diskussion um die Anerkennungsrichtlinie, es geht um die Frage, welchen Stellenwert hat die Meisterprüfung in einem Staatsgefüge, Bulgarien, aber auch Rumänien im Übrigen, die deutsche Position nach einigem Hin und Her unterstützt hat. Bedeutet das, dass in Bulgarien ein Verständnis, ein Gefühl für Mittelstand, Sie haben eben selbst davon gesprochen, Mittelstand und Mittelmaß, für solche mittelständische Qualitätsmerkmale wächst? Ja, ich glaube schon. Obwohl die Politiker immer und besonders bei Wahlen, wir haben jetzt vor kurzer Zeit die Regionalwahlen hinter uns, die Politiker reden immer, dass sie sehr besorgt sind über den Mittelstand, dass sie helfen wollen und so weiter. Tatsache ist aber, dass das sehr schnell vergessen wird. Und ich glaube, aus verschiedenen Gründen ist das die Hauptaufmerksamkeit ist auf die Großbetriebe sozusagen konzentriert. Natürlich, dort gibt es auch Probleme, aber ich meine, dass langsam doch das Gefühl wächst, dass der Mittelstand eine wichtige Rolle in Bulgarien auch zu spielen hat. Das kommt auch dadurch, dass Bulgarien ein relativ zentralisierter Staat ist und jetzt bei dem Druck, der die Europäische Union ausübt, eine Regionalpolitik zu haben und die Sachen ein bisschen in das Land gleichmäßiger zu verteilen, das gibt viel mehr Chancen für die kleinen Unternehmer. Ich möchte Ihnen sehr danken, dass wir diese lange Zeit miteinander verbracht haben, also diese 20 Jahre sehr gut zusammengearbeitet haben. Und ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben, noch viele Jahre zusammenzuarbeiten. Schauen wir mal. Danke. Ja, danke, Professor Todorov. Bitte. Von den Partnerschaftsprojekten in Südosteuropa nun zu den Partnerprojekten nach Südostasien. Und dort verschlägt uns die Reise nach Sri Lanka. Denn auch dort leistet die Handwerkskammer Koblenz bereits seit 2003 Unterstützung. Und wie diese Unterstützung aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. In Sri Lankas erstem Handwerkscenter werden aktuell 100 Lehrlinge als Tischler, Maurer oder Schweißer ausgebildet. Bei ihrer Schulung kommt ein völlig neues Konzept zum Tragen. Entwickelt hat es die HWK Koblenz in enger Zusammenarbeit mit ihren Partnern vor Ort.
dem Dachverband der Sri Lankischen Wirtschaftskammern und der Nationalen Baukammer. Nach dem Vorbild des dualen Ausbildungssystems in Deutschland sind die in Kalutara lernten Handwerker den überwiegenden Teil ihrer Ausbildung im Betrieb tätig. Die übrige Zeit werden sie im Handwerkscenter geschult, wo sie nicht nur praktische Fertigkeiten, sondern auch theoretisches Fachwissen über ihr Handwerk erlangen. In Sri Lanka ist diese Form der Ausbildung bislang einmalig. Das Zentrum selbst wurde nach der Flutwellenkatastrophe errichtet und orientiert sich stark an den Anforderungen, die sich nach der Naturkatastrophe ergaben. Es ist eine von mehreren Einrichtungen, die aktuell unter anderem mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz und der Niederlande entstehen.